Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Wer keine Lust auf 0815 USB-Aufladegerät hat, zum Beispiel für sein Smartphone, für den habe ich heute mal ein nettes Produkt. Und dazu gehen wir mal schnell auf Amazon. Heute wollte ich euch mal ein USB-Ladegerät in Wasserhahnform vorstellen. Das könnt ihr zum Beispiel für Smartphones oder Tablets benutzen. Das Ladegerät kostet 29,99 Euro plus Versandkosten und den Link dazu, den findet ihr wie immer im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Sollte der Link mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Und so schaut die Verpackung aus. Und dann wollen wir den Wasserhahn mal auspacken. Ja, folgendes war in der Verpackung gewesen. Einmal eine Bedienungsanleitung. Mehrsprachig. Und sogar auf Deutsch. Brauchen wir aber nicht. Super einfach erklärt. Zeige ich schnell mal im Video. Ja, und so sieht der USB-Wasserhahn jetzt aus. Verarbeitung ist sehr gut. Keine scharfen Plastikkanten, Nasen oder Spalte. Hier ist das Schweinchen. Das kommt nachher in die Steckdose rein. Und ja, hier kommt dann der USB-Anschluss rein. Es gibt einen ganz kleinen Kritikpunkt. Die Verarbeitung von dem Plastik hier. Das hier, dieses rote und blaue, das ist eine Folie. Die ist nicht ganz so schön aufgeklebt. Das war aber auch schon das Einzigste. Ansonsten sehr schönes Produkt. Und hier habt ihr dann halt den Wasserhahn, den ihr auf- und zudrehen könnt, aber dazu gleich mehr. Aufladen geht dann folgendermaßen. Mein Samsung ist jetzt komplett ausgeschaltet. Wir verbinden das Ladekabel vom Samsung mit dem Samsung Smartphone. Hier ist jetzt auf Rot, heißt Strom ist aus. Jetzt stelle ich mal auf an, sieht man an dem blauen Lichtlein und jetzt wird das Handy geladen, das erkennt man im Symbol hier. Wir können das so wieder ausschalten. So, machen wir mal so. Und jetzt müsste das dann gleich wieder ausgehen. Zack, jetzt ist es ausgegangen. Passiert nichts. Schalte wieder ein. Ist wie ein Wasserhahn quasi. Und schon wird es wieder aufgeladen. Und das könnt ihr dann mit jedem Gerät machen, was einen USB-Anschluss hat. Und so schaut das Ganze aus, wenn es dunkel ist. Sehr schick, wie ich finde. Und jetzt stellen wir mal den Strom wieder an. Und das sieht dann so aus. Jetzt habe ich euch das USB-Wasserhahn-Aufladegerät mal vorgestellt. Ich finde das ein richtig schicker Hingucker. Mal eine Alternative zu den normalen Ladegeräten. Im Dunkeln sieht das natürlich noch besser aus. Des Weiteren auch eine nette Geschenkidee. Könnt ihr einem Bekannten zum Geburtstag dann schenken. Der freut sich dann. Der Link dazu, der steht dann wieder im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Das war wieder der Testmischel von YouTube. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Und dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.